Simulationen. Nachahmen, was sonst nicht zu begreifen ist. Unersetzliches Instrument der modernen Wissenschaft, mit dem sie uns in fremde Welten entführt. Simulationen, sie öffnen den Blick ins unendlich Kleine. Mit ihnen entwickeln wir moderne Technik. Selbst Vulkanausbrüche und Treibhauseffekt finden mittlerweile im Computer statt. Der Schrei ausgestorbener Dinosaurier tönt durchs Internet. Und in der Wüste Neumexikos simulieren wir das gesamte Universum. In der modernen Medizin öffnet uns die Simulation Türen zu bisher verborgenen Welten. Um beispielsweise einen Tumor aus der Leber zu entfernen, verschaffen sich die Ärzte zunächst anhand zweidimensionaler Aufnahmen einen Überblick über die betroffene Körperregion. Wichtig für uns ist die räumliche Vorstellung dieser Tumoren, die Nachbarschaft zu wichtigen Gefäßen, die erhalten werden müssen bei diesem Eingriff. Das sind dann eben schwierige Vorstellungen, die wir uns als Chirurgen vorher machen müssen. Man muss sich selbst dann, der Chirurg selbst, sich sein Bild schaffen von dem Tumor und dem, was man bei der Operation erwarten kann und seine eigene Operationsstrategie festzulegen. Schwierig ist natürlich, das mit Kollegen zu besprechen, die vielleicht eine andere Vorstellung haben, weil jeder sein eigenes Bild sich von diesem Tumor mitten in der Leber schafft. Dass ausgerechnet ein Mathematiker den Medizinern ein genaueres Bild des betroffenen Organs liefert, hätte noch vor wenigen Jahren niemand geglaubt. Heinz Otto Peitkens Forschungsgebiet ist die fraktale Geometrie. Eine Wissenschaft, die all das beschreibt, was sich verzweigt, aufteilt oder auffächert. Wie das Farnblatt. Das kleinste Blättchen, das an der Spitze einer Verzweigung sitzt, zeigt dieselbe Form wie der ganze Wedel. Nicht Kreis, Linie oder Quadrat sind die Grundlage dieser Wissenschaft, sondern die Selbstähnlichkeit. Das Computermodell zeigt, immer feiner werden die Verästelungen. Doch das Prinzip, nach dem die Röhren sich auffächern, ist stets dasselbe. Die Formen wiederholen sich im Großen wie im Kleinen. Sie sind sich selbst ähnlich. Zwar unterscheiden sich Wolken und Gebirge von Lebewesen, doch mit der fraktalen Geometrie lassen sich die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen finden und beschreiben. Die computerunterstützte Radiologie hat sich laufend auseinanderzusetzen mit Bildmustern des menschlichen Körpers, die immer hochkomplex sind, die sehr variabel sind. Jeder Mensch ist anders. Jede pathologische Struktur in einer medizinischen Diagnostik hat zwar Gemeinsamkeiten, ist aber in dem Detail, worauf es ankommt, durchaus von Patient zu Patient sehr verschieden. Auf der Suche nach den Gemeinsamkeiten wurde Toten die Leber entnommen und das weitverzweigte Adersystem mit Kunststoff ausgegossen. Das Plastikmodell wurde in den Computer eingescannt. Jetzt begann die Arbeit der Mathematiker. Sie fahndeten nach den Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich die Blutgefäße immer weiter verzweigen. Schließlich wurden sie mit Hilfe der neuen Geometrie fündig. Sie entdeckten eine Formel, mit der sich die Verästelungen in jeder Leber individuell beschreiben lässt. Damit war der Computer in der Lage, sogar den weiteren Verlauf von Blutgefäßen zu beschreiben, die auf den Röntgenaufnahmen nicht zu sehen waren. Wir haben bei den Patienten mit ausgedehnten Lebertumoren dieses Verfahren mit Erfolg einsetzen können. Wir persönlich hatten das Gefühl, nach entsprechender Vorbereitung mit diesem Programm die Resektion sicherer für den Patienten durchzuführen. Wir konnten schwierige Resektionen vorher mit anderen Kollegen besprechen und auch die Resektionslinien in der Leber gemeinsam festlegen. Dies war für uns schon eine Steigerung des Sicherheitsgefühls bei der Resektion. Ohne Zweifel profitieren auch die Patienten von der neuen Zusammenarbeit zwischen Mathematik und Medizin, die dem ärztlichen Blick in den menschlichen Körper neue Perspektiven eröffnet. Schon seit etlichen Jahren lassen sich nicht nur Ausschnitte des Menschen im Computer studieren, sondern per Mausklick können regelrechte Streifzüge durch die anatomischen Welten unternommen werden.
1993 wurde Joseph Paul Jernigan in Texas hingerichtet. Sein letzter Wille, sein Körper sollte der medizinischen Forschung dienen. Die Ärzte zersägten Jernigans Körper in 1871 mm dicke Scheiben, die einzeln geröntgt und in den Computer eingescannt wurden. Den Datenberg verarbeitete ein Wissenschaftlerteam um Karl-Heinz Höhne von der Universität Hamburg scheibchenweise zu einem virtuellen Menschen. Auf dem Monitor lässt sich damit der Aufbau des Körpers bis ins Detail erforschen, die Lage und Größe der einzelnen Organe aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Platz fanden die revolutionären Einblicke in den menschlichen Körper dank der fraktalen Geometrie. Auf zwei CD-ROMs, zuvor brauchte man mehr als 20. Auf den CD-ROMs werden Daten sichtbarer Strukturen komprimiert. Im Falle der Leber werden bisher unsichtbare Strukturen sichtbar gemacht. Unser System geht ja weit über das, was man wirklich sehen kann, hinaus. Und damit haben wir einen sehr interessanten Punkt erwischt, nämlich den Punkt, der deutlich macht, was zukünftige computerunterstützte Radiologie bedeuten wird. Sie wird eben nicht nur bedeuten, die Bilder besser zur Darstellung bringen zu können, sondern sie wird in Zukunft bedeuten, dass auf der Grundlage der Bilder neue Welten, neue anatomische Welten, die in den Bildern praktisch überhaupt nicht sichtbar sind, hinzugebaut werden. Was für die Leber gilt, das gilt auch für den ganzen Menschen. Digitale Daten lassen sich im Computer beliebig bearbeiten. Dank der fraktalen Geometrie zeigt der Rechner kleinste Details, die bisher nicht zu sehen waren. Der Mensch als perfekte Simulation. Doch bei aller Anschaulichkeit, das Leben selbst lässt sich damit sicher nicht simulieren. Lebendigkeit hat etwas mit dem Zusammenspiel zu tun. Und das kann ich nicht mit einer Tomographie sozusagen in Einzelheiten auflösen. Aber einen Knochen kann ich selbstverständlich betrachten mit Röntgenstrahl und kann dann sehen, dass an dieser Stelle ein Bruch ist. Ja? Oder ich kann auch den Menschen sezieren in gewisse Teile und sagen, an dieser Stelle ist eine Abweichung, die mir komisch vorkommt und da will ich näher nachsehen. Das ist für mich kein Problem. Aber das ist ganz weit weg von dem, was wir eigentlich lebendig nennen. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik macht sich seit vielen Jahren Gedanken über die Verantwortung der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft. Dazu gehört auch, die eigenen Erkenntnisgrenzen zu erkunden und zu akzeptieren. Für den pensionierten Professor kann unsere Vorstellung von der Welt nur sehr beschränkt sein. Unser Umgang mit der Technik und der Natur sollte daher sehr sorgsam sein. Wir überschätzen unsere Möglichkeit, dass wir sagen, der Mensch ist ja ganz toll, Gottes Ebenbild. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Nein, ich sehe sie überhaupt nicht, wie sie wirklich ist, sondern wie ich sie mit meinem Gehirn erfassen kann, das wieder so gebaut ist, dass ich den Apfel am Baum greifen kann, den ich für meine Ernährung brauche. Und nun glaube ich, mit diesem Apfelpflückgehirn könnte ich die Welt verstehen. Deshalb sieht die ganze Welt in gewissermaßen so aus wie die Äpfel, die wir am Baum greifen, um uns zu ernähren. Deshalb stellen wir uns ein Atom auch wie einen kleinen Apfel vor. Wir haben keine andere Sprache, aber es ist selbstverständlich etwas anderes. Das Atom, eine Kugel zusammengesetzt aus kleineren Kugeln, den Elementarteilchen. Das richtige Bild von den Grundbausteinen der Materie? Und hat es Bestand? Denn die Forscher betreiben einen enormen Aufwand, um immer wieder neu zu überprüfen, was die Welt im Innersten zusammenhält. In kilometerlangen unterirdischen Tunneln rasen Elementarteilchen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufeinander zu. Am Ende ihrer lichtschnellen Reise prallen sie zusammen. Es entsteht eine Vielzahl neuer Partikel, aus denen sich neue Informationen über den Aufbau der Materie gewinnen lassen. So jedenfalls die Vorstellung, die sich die Wissenschaftler von dem Geschehen machen. Die Bilder, die wir hier sehen, sind Modelle, die den Wissenschaftlern bei der Arbeit helfen. Doch die Forscher wissen, dass die Teilchen in Wahrheit weder Kugeln noch Strahlen sind. Die Ergebnisse ihrer Experimente lassen sich ganz nach Belieben darstellen. Als Diagramm, als abstraktes Muster oder als mathematische Formel. Kugeln jedenfalls sind Atome bestimmt nicht. Was hier so aussieht wie kugelförmige Atome, ist nur eine Übersetzung von atomaren Kräften in Bilder, die wir verstehen. Dank ihnen glauben wir zu begreifen, ohne wirklich zu erkennen. Das Abbild der Welt in unserem Kopf ist von einfacher Natur. Es erklärt uns die Welt für den alltäglichen Gebrauch.
Das größte Elektronenmikroskop der Welt. Es steht am Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart. Mit ihm blicken die Forscher tief hinein in den atomaren Mikrokosmos. Wenn wir seinen Objekten Namen geben, greifen wir auf die vertraute Erfahrungswelt zurück. Diese Ringanordnung nennen die Physiker eine Kohlenstoffzwiebel. Unter hohem Druck entsteht in ihrem Inneren ein künstlicher Diamant. Äpfelchen und Zwiebelringe. Mit Computersimulationen, die wie hier das Bruchverhalten von Metallen zeigen, finden wir unsere Wirklichkeit immer wieder neu. Um die Dinge zu verstehen, die jenseits unseres Apfelpflückergehirns liegen. Wie ein Atom tatsächlich aussieht, werden wir vermutlich niemals erfahren. Auch Reisen in der Zeit werden wahrscheinlich auch in Zukunft nur in der Science-Fiction-Literatur stattfinden. Und der Schrei eines Parasaurolophus, eines Dinosauriers, der vor 65 Millionen Jahren ausstarb, hörte er sich wirklich so an, wie er durch das Naturkundemuseum in Neumexiko schallt? Dem prähistorischen Sound auf die Spur kam der Paläontologe Tom Williamson. Die Arbeit am Dino-Schrei begann 1995, nachdem man einen 1,5 Meter langen Parasaurolophus-Schädel in der Wüste Neumexikos ausgegraben hatte. Nach der Präparation zeigten sich weit verzweigte knöcherne Röhren im Schädel. Williamson glaubte, dass dieses Labyrinth aus Knochengängen und Höhlen einst wie ein Blasinstrument funktionierte. Denn wozu hätten die Röhren dem Dinosaurier sonst dienen können? Tom Williamson entschloss sich, seine Idee praktisch zu überprüfen. Zunächst ergänzte er fehlende Labyrinthteile, auch Nase und Kehlkopf mussten nachgebaut werden. Für die Rekonstruktion nutzte Williamson anatomische Studien heute lebender Tiere und seinen eigenen Erfahrungsschatz. Doch das Ergebnis bleibt ungewiss. Denn keiner kann sagen, wie und ob sich die fehlenden Körperteile die letzten 65 Millionen Jahre verändert haben. Oder ob es sie damals überhaupt gab. Um seine Urschrei-Theorie zu überprüfen, plante der Paläontologe den Nachbau des Schädels. Doch die Computerexperten vom Nationalen Forschungszentrum in Albuquerque schlugen vor, das Modell erst einmal im Rechner nachzubauen, um den Schrei zu simulieren. Die genauen Daten für den virtuellen Nachbau lieferte ein Computertomograph, in dem der Schädel schichtweise analysiert wurde. Aus Hunderten von Aufnahmen entwarf der Rechner schließlich ein detailgetreues Modell des Röhrenlabyrinths. Nach den Gesetzen der Akustik brachten die Informatiker das imaginäre Knochenlabyrinth zum Schwingen. Und aus den Lautsprecherboxen ertönte nach Jahrmillionen der Brunftschrei eines Dinosauriers. Die Forscher glauben an die Echtheit des Schreis. 65 Millionen Jahre sind für einen Geologen kein ungeheuer langer Zeitraum. Viele der heutigen Tiere lebten auch schon während der Kreidezeit. Damals gab es Vögel und anderes Getier. Sie alle machten Krach. Und vielleicht war eines der Geräusche auch dieses Dinosaurierbrüllen. Mittlerweile tönt der Ruf des Parasaurolophus sogar durchs Internet. Die digitale Paläontologie macht's möglich. An der kommerziellen Umsetzung solcher und ähnlicher Simulationen verdient die Computerspielindustrie. Sie produziert für die Spieler längst untergegangene Welten, indem sie ihnen virtuelle Wirklichkeiten vorgaukelt. Auch wenn die Simulationen immer perfekter werden, mit der Realität haben sie wenig gemein. Die Computerspiele sind eigentlich doch auch ärmlicher im Vergleich zu dem, was in der Wirklichkeit vor sich geht. Weil wenn ich mit wirklichen Dingen umgehe, haben die ja mehr Eigenschaften als die, dass sie sich bewegen, dass sie hin und her springen, dass sie verschiedene Farben haben. Sie haben zum Beispiel auch Wärme oder sie haben Härte und alle solche Eigenschaften, die vielleicht in einem Computerspiel nicht simuliert sind. Los geht's, Fuchspatrouille. Formation bilden. Fertig. Nun, da ihr Anfänger herausgefunden habt, wie man hierher kommt, schalten wir den Autopiloten ein und ziehen weiter. Auch dieser Ausflug ins All dient einer zukünftigen Simulation. Hier führen Astronauten Reparaturen am Hubble-Teleskop durch. Mit dem im Weltraum stationierten Superfernrohr empfangen die Wissenschaftler Bilder von den Grenzen unseres Universums, die sich mit Lichtgeschwindigkeit von uns entfernen.
Aus den Teleskopdaten bauen die Forscher ihre Weltallsimulationen, um die fremdartigen Vorgänge beim Entstehen und Vergehen von Sonnen und ganzen Galaxien in den Tiefen des Universums besser zu verstehen. Viele astronomische Vorgänge entziehen sich der direkten Beobachtung. Sie dauern zu lange, wie etwa die Sternenbildung. Oder sie sind für uns unsichtbar, da kein Quäntchen Licht aus ihnen entkommt. Wie etwa ein schwarzes Loch. Dank moderner Simulationen nehmen sie für uns jedoch Gestalt an. Doch immer noch bleiben viele Fragen offen. Wie sammelt ein schwarzes Loch Materie ein? Und was passiert in seinem Innern? Prozesse, die weit außerhalb unserer menschlichen Erfahrungen liegen, lassen sich nur in der Simulation begreifbar machen. Und nur in der Simulation können wir mit Lichtgeschwindigkeit am Saturn vorbeirasen und Effekte sehen, wie sie Einstein voraussagte. Wie nah astronomische Simulationen der Realität kommen, wissen wir nicht. Die Himmelsobjekte sind für eine realistische Überprüfung zu weit weg. Die Simulation des Shuttle-Rückfluges hingegen lässt sich in der Realität genau überprüfen. Schon während ihrer Freizeit im All können die Piloten die Landung üben. Viele Eingriffsmöglichkeiten bleiben ihnen sowieso nicht. Die meiste Arbeit erledigt das Landeprogramm. Die Crew überlebt allerdings nur dann, wenn die Simulation der Landung mit der Wirklichkeit übereinstimmt oder ihr zumindest nahe genug kommt. Höchste Geschwindigkeit dicht über dem Boden. Der kleinste Fehler und Pilot und Maschine sind verloren. Im Ernstfall greifen zudem noch feindliche Flugzeuge an. Sie müssen bekämpft und das eigene Überleben muss gesichert werden. Da die Übungen in den schallschnellen Kampfmaschinen gefährlich sind, weichen die Piloten gerne auf die Flugsimulatoren aus. Ohne den Stress des wirklichen Fliegens kann hier der Luftkampf bei Flughöhe Null geübt werden. Der Flugsimulator reagiert auf jede Steuerbewegung, doch Fehler kosten nicht das Leben und das feindliche Flugzeug kommt auch nur aus dem Rechner und nicht aus den Wolken über einem. Hotel Echo 01, you're paired a single-banded tactical 300, 10 miles, your task is killed, banded is hostile. Und den virtuellen Totalverlust der Maschine muss man hinterher höchstens dem Übungsleiter erklären. Erst im Ernstfall zeigt sich, ob die Simulation genau genug war. Dann muss sich das antrainierte Verhalten als wirklichkeitstauglich erweisen. Und wehe, der Gegner reagiert dann anders als zuvor berechnet. Die Angst fliegt auch bei vielen zivilen Flugpassagieren mit. Die Vorstellung, über Stunden in einer Kabine ohne Ausweg eingesperrt zu sein, treibt Passagieren mit Flugangst den kalten Schweiß auf Stirn und Hände. Einige Fluggesellschaften haben sich inzwischen solcher Problempassagiere angenommen. In einem Flugangst-Simulator soll ihnen mit Hilfe von Psychologen die Angst vor dem Fliegen genommen werden. Die wenigsten sind allerdings freiwillig hier. Meistens sind sie beruflich auf das Reisen mit dem Flugzeug angewiesen. Daher werden sie hier auf Firmenkosten durchgeschüttelt. In der Kabine ist die Simulation von der Wirklichkeit nicht zu unterscheiden. Echt ist allerdings die Angst der Passagiere. When you look to your sensations, it's 100% real. You forget that you're not flying. Was man empfindet, ist 100% real. Man vergisst, dass man nicht fliegt. Die Menschen wissen am Ende zwar, dass sie noch immer auf dem Boden sind, aber wenn sie Klaustrophobie haben, dann ist es dasselbe Gefühl wie in der Luft. Sie können aus dem Flugzeug nicht raus, genauso wenig wie aus dem Simulator. Für diese Menschen ist es 100% dieselbe Situation. Die Passagiere sollen angstfrei fliegen und sich wohlfühlen. Der unermüdliche und stets hilfsbereite Stewardess bemüht sich vorbildlich um das Wohl der Passagiere. Die Reise durch die Luft ist kurz. Doch egal, wie kurz die Reise ist, ein Problem der Fliegerei, das den Piloten früher Kopfzerbrechen und manchmal sogar Angst machte, war die Unberechenbarkeit des Wetters. Gerade die Fliegerei war daher einer der stärksten Motoren für eine schnellere und zuverlässigere Wettervorhersage. Mittlerweile wurde der Bleistift durch den Computer abgelöst. Bis zu 80 Millionen Wetterdaten verarbeitet eine Wetterstation jeden Tag.
Nur durch den Einsatz von Hochleistungsrechnern kann sie diese Informationsflut bewältigen. Obwohl neue mathematische Modelle die Klimadaten der Erde immer genauer erfassen und präziser verarbeiten, bleiben Wetterprognosen eine der komplexesten Simulationsaufgaben überhaupt. Für ihre Analysen teilen die Wissenschaftler die Erde in Quadrate mit mehreren Kilometern Kantenlänge. In jedem dieser Kästchen können die Wissenschaftler inzwischen den menschengemachten Treibhauseffekt nachweisen. Zudem lässt sich aus ihren Simulationen der Anstieg des Meeresspiegels ableiten. Selbst Vulkanausbrüche lassen sich im Computer darstellen und ihr Einfluss auf das globale Klima simulieren. Gase, Staubpartikel, Wasserdampf und auch größere Gesteinsbrocken, die als Rauchfahne aus dem Schlot entweichen, kann der Rechner einzeln darstellen. Ihre Verteilung in der Atmosphäre und ihr Einfluss auf den Treibhauseffekt werden so genauer untersucht. Doch nicht nur die natürlichen, sondern vor allen Dingen die menschengemachten Klimafaktoren sagen dem blauen Planeten eine heiße Zukunft voraus. Wäre es da nicht praktisch, eine zweite Erde in Reserve zu haben? Die Simulation der irdischen Biosphäre existiert schon. Nachdem die Wissenschaftler glaubten zu wissen, wie Sauerstoff, Kohlendioxid, Wasser und Licht auf unserem Planeten verteilt sind, versuchten sie, die Welt zu berechnen. In der Wüste von Arizona bauten sie die Biosphäre 2, eine moderne Arche Noah, ein luftdicht abgeschlossenes Biotop, eine Erde en Miniatur. Unter einem 30 Meter hohen Glasdach liegen über mehrere Hektar verteilt Korallenriff, Savanne, Dschungel und Wüste. Ein perfekter Nachbau unserer natürlichen Lebensbedingungen? Schließlich wird auch unsere Alltagswelt immer künstlicher. Ein Hotel am Münchner Flughafen. Während es draußen schneit, gedeihen in der Empfangshalle prächtige Palmen. Wird der Traum der Ingenieure allmählich wahr, die ganze Welt unter Glas zu packen? Inseln zu schaffen, wo sich alles berechnen lässt, wo alles vorhersagbar ist? Wenn man die Biosphäre 2 macht, dann ist ein Aspekt drin, den man eigentlich gar nicht so gewollt hat, weil man lebendige Dinge drin hat und die hat man nicht vorprogrammiert. Also da passiert auch etwas, was man eigentlich gar nicht geplant hat. Aber ein Teil hat man geplant und dann ist es wieder eine sehr reduzierte Welt und dann ist die Frage, können wir aus einer solchen künstlichen Situation das lernen, was wir eigentlich lernen wollen, wenn es draußen in der Natur der Menschen in eine bestimmte Situation kommt, wie er sich dann verhalten wird. Er ist ja dann in einer anderen Situation und ich kann aus diesem künstlichen Fall eigentlich nicht furchtbar viel lernen. Dabei hat bei der Biosphäre 2 alles ganz gut angefangen, als sich 1991 die ersten Bionauten für 2 Jahre in die künstliche Welt einschlossen. Doch es kam anders als geplant. Das Konzept totaler Isolierung funktionierte nicht. Mittlerweile stehen die Türen wieder offen für die Universitätsforschung. Bernd Zabel war von Beginn an bei dem Projekt beteiligt. Jetzt ist er technischer Leiter der Biosphäre 2. Was sich in unserer Welt von alleine in Balance hält, lässt sich in der Biosphäre 2 nur mit großem Aufwand simulieren. Doch trotz gewaltiger unterirdischer Versorgungssysteme, zusätzlicher Energieeinspeisungen und großer Kühlanlagen kollabierte die zweite Erde. Zuerst kam es zu einer Schabeninvasion, die von einem Heer von Ameisen abgelöst wurde. Der Kohlendioxidgehalt nahm dramatische Werte an und viele Tiere und Pflanzen gingen ein. Als die Biosphäre 2 entstand, hatte bis dahin noch niemand eine künstliche Biosphäre gebaut. Und so wusste niemand, ob es überhaupt möglich ist. Was also geschieht, wenn man Erde, Pflanzen, Tiere und auch Menschen in eine Glasflasche packt, sie verschließt und abwartet, was passiert? Gibt es einen selbstregulierenden Mechanismus, in dem sich das Leben selber erhält? So betrachtet war das Experiment ein Erfolg. Schließlich haben Menschen hier einmal 2 Jahre, ein anderes Mal 6 Monate gelebt.
Natürlich gab es eine Menge Probleme, von der Luftqualität über die Wasserqualität bis hin zur Nahrung. Was wir trotzdem damit beweisen konnten, es ist möglich, eine Biosphäre zu erschaffen. Aber es gibt noch immer viele Fragen, die unbeantwortet sind und auf die wir Antworten finden müssen. Simulationen sind ein Werkzeug, um Welt und Kosmos besser zu verstehen und kennenzulernen. Doch das Leben in seiner ganzen unerschöpflichen Fülle ist damit nicht zu begreifen. Wir haben ja immer noch die Meinung, dass das Lebendige nichts anderes ist als ein lebloser Körper, nur sehr kompliziert eben verschraubt miteinander. Das glaube ich aber überhaupt nicht. Da vernachlässigt man eigentlich den wichtigsten Teil des Lebendigen. Und das ist, dass ein Zusammenhang besteht von allen Teilen mit allen Teilen. Ja? Und das kann ich eben nicht simulieren, wenn ich sie zusammenschraube.